Hallo, in diesem Tutorial werde ich Stück für Stück GWX für Linux kompilieren. Als erstes brauchen wir Mercurial. Das heißt, wir klonen das Ganze. Ich habe einen Ordner GWX erstellt und da mache ich jetzt einen Klon rein. Als erstes muss man natürlich Mercurial installieren. Das mache ich mit sudo apt-get install mercurial. Ich klone jetzt das GWX-Repository. goldenvip.de/hg klone ich in meinen GWX-Ordner. Wie man sieht, das ist ein neu installiertes System. Jetzt wird GWX heruntergeladen in meinen Ordner GWXHG. Jetzt kann übrigens eine Weile dauern. In der Zwischenzeit könnte man schon mal gewisse Sachen installieren. Zum Beispiel Lazarus. Das wird eine Weile dauern. Im Endeffekt wird dieses Video extrem lang werden, weil ich wahrscheinlich nicht schneiden werde. Hier sieht man schon, füge 4000 Änderungssätze hinauf. So, ich habe hier eine autocomplete.sh, die führe ich einfach mit Root-Rechten aus. Muss ich natürlich erst mit chmod+x executable machen. Und zwar die autocomplete.sh, das kann ich euch zeigen. Die gibt mir im Prinzip Templates. Ach. Also autocomplete.sh gibt mir den Befehl gwx, der mir den Library Path setzt und gibt mir gwide. Ich habe außerdem eine readme.txt. In der stehen die Libraries, die ich laden muss. Ich gehe auf den Kali Branch. Da stehen aktuellere Libraries an. Mit hg-update-c und dann Branchname. In der README steht jetzt hier die Adresse. Von der ich diese Bibliotheken, dieses Bibliothekenarchiv herunterlade. Hier fehlt natürlich noch mein das Paket ZIP. Das gibt's noch nicht mal.
Doch, das gibt's. Ist aber schon installiert. So was Doofes. Speichern wir es halt so. Weget. MKDRX, CDX, ZIP. Anzip müsste das ja sein. Punkt, Punkt, Rawlibs. So, jetzt. Genau. Jetzt habe ich hier meine Rawlibs. Da habe ich hier meine 32-Bit und die 64-Bit für Linux. Ich schaue jetzt nach, was ich für ein System habe. Uname-A. Und ich habe ein 64-Bit-System. Also muss ich in die 64 reingehen. Und hier die libnewton kopieren. Und dem muss nach hg-source. Ich habe außerdem in der hg die readme, in der die Bibliotheken stehen, die installiert werden müssen. Das heißt sudo apt-get install Bibliothekenliste. Wobei ich ja die Dev-Bibliotheken und nicht die normalen Bibliotheken haben will. Also wäre das die Liste hier. Sudo apt-get install Liste. Das wird jetzt auch wieder eine Weile dauern. Und ich kann aber schon mal das Programm Lazarus starten. Und zwar habe ich hier einen Ordner GWX, HG und da haben wir den Ordner Source und da haben wir hier das Projekt gwx.lpi. Das öffnen wir. Projekt öffnen. Und jetzt mit STRG F9 starten wir den Kompiliervorgang. Und hier steht Projekt Toast Engine erfolgreich kompiliert. Das Ganze mache ich jetzt noch für die anderen Projekte. Das heißt, wir brauchen noch den Loader, also den Updater. Das ist das Frontend, welches der normale Endnutzer sieht, bevor er die GWX Engine startet. Das hängt damit zusammen, dass Windowser die Parameter per GUI einstellen wollen meistens. Das habe ich jetzt auch kompiliert mit STRG F9. Als nächstes will ich noch die GWIDE kompilieren. Und hier drücke ich auch STRG F9 und die rattert es mir jetzt auch durch. Jetzt sieht man aber, ich habe hier eine inkompatible Version von Lazarus, weshalb die GWIDE dann nicht funktionieren wird. Ich habe hier die GWIDE jetzt erstellt, GWX und außerdem GWX.engine, welches die eigentliche Engine ist. GWX ist das Frontend. Wenn ich jetzt .gw/gwx starte, dann sehe ich hier das Frontend. Als nächstes die GWIDE. Hier sieht man, ich muss erst das Terminal neu starten, weil meine Autocompletion sonst noch nicht geladen wird, also das Modul. Und hier sieht man eben, es geht nicht, weil man dazu eine andere Version von Lazarus braucht, um die GWIDE zu kompilieren.
Diese Version von Lazarus, die kann man sich unter lazarus.freepascal.org runterladen. Bei Downloads gibt es hier bei Linux 64-Bit Debian-Pakete herunterzuladen. Und da habe ich den Release-Kandidat 2 von der Version 0.9.30. Ja, aber ansonsten starten wir nochmal GWX. Also wenn ich GWX eintippe, dann startet es mir GWX.Engine, weil das so in der Autocompletion festgelegt wurde. Und hier sieht man etwas langsam durch den Software-Renderer in der VirtualBox, aber es geht. Wir haben hier die GUI von GWX. Das war's auch schon. Danke für die Aufmerksamkeit.